An die Regeln, die seit Frühjahr 2020 in den Supermärkten gelten, haben wir uns längst gewöhnt. Abstand halten und Maske tragen. Doch nun wird über neue Regeln für den Einzelhandel diskutiert. Bei Aldi, Rewe und Co. könnte bald die 2G-Regel gelten. Dann dürfte zwar ohne Maske eingekauft werden, es würden jedoch nur noch Geimpfte und Genesene ins Geschäft gelassen. In Hessen wurde bereits beschlossen, dass Betriebe selbst entscheiden dürfen, ob sie die 2G-Regel nutzen. Das gilt auch für einzelne Filialen von Supermärkten und Discountern. Es ist gut möglich, dass auch weitere Bundesländer nachziehen. Innerhalb der Bevölkerung sorgt dies für Diskussionen, da aktuell nur etwa 65% der Deutschen vollständig geimpft sind. ExpertInnen halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass große Supermarkt- und Discounterketten die 2G-Regel einführen, da die Märkte Studien zufolge als risikoarmer Infektionsraum gelten. Zudem sind sie Teil der Grundversorgung, sodass Kunden nicht kategorisch ausgeschlossen werden dürfen.